Testspiele gehören für Werder Bremen in dieser Saison zum guten Ton. Nach dem FC St. Pauli hieß der Gegner eine Woche später Fenerbahçe Istanbul. Der aktuelle türkische Meister bereitet sich aktuell in Deutschland auf die neue Saison vor und nutzt die Gelegenheit zu einem Testspiel in der Osnabrücker Ostmartell Arena gegen Werder Bremen. Bei Thomas Schaaf griff einmal mehr das Rotationsprinzip. Viele Spieler bekamen Spielpraxis, die sonst nur selten zum Zuge kommen. Die erste Chance in dieser Partie besaßen aber die Gäste aus der türkischen Hauptstadt. Über Mamadou Niang. 12 Minuten waren da gerade gespielt. Mamadou Niang letzte Woche gegen Nürnberg traf er doppelt zum 2:1-Sieg. Hier fehlten nur Zentimeter zur Führung. Thomas Schaaf war nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Anfangsviertelstunde. Das änderte sich erst nach etwa 18 Minuten und dem ersten gefährlichen Angriff über Mehmet Ekici. Florian Trings raus auf Wesley. Der hat viel Platz, nutzt die Gelegenheit und zieht mal ab. Aber kein Problem für den türkischen Nationaltorwart Volkan Demirel. Gegen Freiburg erzielte Wesley noch den 5:3 Endstand und durfte sich im Anstoß noch als Fotograf ausprobieren. Hier musste er hingegen noch ein wenig an der Feinmotorik arbeiten. 5 Minuten später folgende Szene. Der Zweikampf Issa Dia gegen Naldo. Naldo, der über 90 Minuten durchspielen konnte, hier aber Issa Dia nur mit einem Foul zu stoppen weiß. Freistoß für Fener, Alexis Sousa in der Mitte, Mamadou Niang, Mutterseelen allein. Auch deshalb war Naldo aufgebracht, weil sich niemand für den senegalesischen Nationalspieler zuständig gefühlt hatte. Nichtsdestotrotz auch Thomas Schaaf erkannte, dass seine Mannschaft langsam besser in diese Partie fand. Wir machen einen Sprung in die 28. Minute. Der Ballverlust von Niang auf Florian Trings, 30 Meter bis zum Tor und eine erste Unsicherheit von Volkan Demirel. Aber niemand wusste, diese auszunutzen. Dennoch ein guter Versuch von Florian Trings nach knapp einer halben Stunde. Die Partie bis dahin ausgeglichen und nicht wirklich reich an sonderlich vielen Höhepunkten bis zur 30. Minute. Florian Trings, Wesley. Wesley steckt durch auf Lennarty. Lennarty nicht im Abseits, der Pfosten rettet für den bereits geschlagenen Volkan Demirel die bis dahin beste Gelegenheit in dieser Partie. Schön herausgespielt über Wesley und Lennarty. Und erstmals muss auch Aykut Kocaman, der Trainer von Fenerbahçe Istanbul, taktisch eingreifen. Werder in dieser Phase das bessere Team. Die 40. Minute, schnell ausgeführter Freistoß von Philipp Bargfriede. Ekici in den Lauf von Marko Arnautovic. Und Volkan Demirel zeigt eindrucksvoll, dass er zu Recht die Nummer 1 in der Türkei ist. Riesenchance von Marko Arnautovic. Der sieht, dass Volkan Demirel zu weit vor seinem Tor steht, aber dann doch lieber die untere Ecke hätte anvisieren sollen. Weiterhin nur 0:0, trotz dieser beiden Riesenchancen durch Lennarty und Marko Arnautovic. Fenerbahçe Istanbul aber hatte auch noch gute Möglichkeiten, nur 2 Minuten später. Christian auf Mamadou Niang mit ganz viel Platz. Mamadou Niang und Sebastian Militz kann seinen Mann stehen. Er vertrat heute erneut Tim Wiese, beinahe fehlerlos seine Leistung. Und Niang wusste, diese Gelegenheit bekomme ich so schnell nicht wieder. In der vergangenen Saison hatte er noch 15 Mal in 29 Spielen getroffen. Hier wartet er nach wie vor auf seinen ersten Treffer. Kurz vor der Pause nochmal Werder über Wesley und Marko Arnautovic. Da holt er einen raus und Volkan Demirel kann sich erneut auszeichnen. Da haut Marko Arnautovic sein ganzes Körpergewicht in diesen Schussversuch und wieder fehlt nicht viel zur Führung. 0:0 der Pausenstand nach torlosen 45 Minuten. Zielbares sprang in der Halbzeitpause nur auf der Tribüne heraus. Wenn man Tim Wiese, Per Mertesacker, Claudio Pizarro um Autogramme gefragt hatte, sie alle waren mitgekommen zu diesem Testspiel. Spielen durften im zweiten Durchgang dagegen andere. Unter anderem der links im Bild, Levin Ajicek. Mit der U17 wurde er bei der WM in Mexiko Dritter. Hier durfte er erstmals mit den Profis unter Thomas Schaaf spielen. Und er fügte sich gleich richtig gut ein. Da ist er am Ball. Levin Ajicek mit dem Ball in den Lauf von Marko Arnautovic. 8 Minuten waren im zweiten Durchgang gerade gespielt. Und prompt gab es Lob für Levin Ajicek für diesen Ball in den Lauf des österreichischen Werder-Stürmers.
Werder erwischte den deutlich besseren Start in diesen zweiten 45 Minuten. Eine Stunde vorbei. Kontra Werder über Aaron Hunt, über Marko Arnautovic. Levent Ajcicek, belebendes Element im Team von Werder Bremen. Und der Ball kommt zu Mehmet Ekici. Wieder fehlten nur Zentimeter. Es war irgendwie wie verhext. Der Ball wollte einfach nicht in das Tor von Volkan Demirel. Was sie auch machten, das Leder strich immer hauchscharf am Tor vorbei. Und wie knapp das war, das sehen wir in der folgenden Zeitlupe. Erst jetzt wachte Fenerbahce so langsam auf. Die 52. Minute, der eingewechselte Miroslav Stoch. Niang, André Santos, Alex de Sousa wieder auf Miroslav Stoch. Der Pfosten rettet diesmal für Sebastian Mielitz. Miroslav Stoch, gerade einmal 21 Jahre jung, kam vom FC Chelsea vergangenes Jahr zu Fenerbahce Istanbul. Eines der größten Talente im slowakischen Fußball, was man so hört. Jetzt rollten die Angriffe auf das Tor von Sebastian Mielitz. Nur 60 Sekunden später wieder Miroslav Stoch. Kein Handspiel. Sebastian Prödel mit der unfreiwilligen Vorlage für Niang. Und Sebastian Mielitz hat mitgespielt. Während Aykut Kocaman so langsam zufrieden sein konnte mit dem, was seine Mannschaft zeigte, wurde Thomas Schaaf immer ungeduldiger. Es stimmte einfach nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Weiterhin 0:0, 68 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Es gibt Freistoß für Fenerbahce Istanbul, eine Angelegenheit für den Brasilianer Alex de Sousa. Sebastian Mielitz schon in freudiger Erwartung. De Sousa und Prödel kommt da vor Fabio Bilica an den Ball. Es gibt Eckball für Fenerbahce, der aber nichts einbrachte. Wir schauen aber nochmal drauf. Der Freistoß von Alex de Sousa, perfekt getimt. Aber Prödel kommt da gerade noch rechtzeitig an den Ball. Wenn es bei Werder einmal schnell ging, dann hatten auch sie noch gute Gelegenheiten. Die 75. Minute, Ajcicek, Arnautovic auf Markus Rosenberg. Der steht nicht im Abseits. Da war er wohl selbst auch ein wenig überrascht, dass er da so frei zum Schuss kommen konnte. Aber schön, das Zuspiel von Arnautovic genau in die Schnittstelle der Abwehr. Da hätte Rosenberg mehr draus machen können. Und wer seine Chancen vorne nicht nutzt, der wird hinten dafür bestraft. Eine alte Fußballerweisheit. Die 77. Minute, Ugo Bural auf Özer Humasi. Das 1:0 für Fenerbahce Istanbul, 13 Minuten vor dem Ende. Natürlich Riesenjubel bei den 6.000 überwiegend türkischen Fans in der Osnatel Arena. Nun, wie konnte dieser Treffer überhaupt erst entstehen? Sokratis zu weit weg von Ugo Bural. Und Prödel und Naldo fühlten sich nicht zuständig in der Mitte für Özer Humasi. So schnell kann es gehen, die Führung für Fenerbahce Istanbul. Und die türkischen Fans hätten beinahe noch mehr Grund zum Jubeln gehabt. Wir springen in die Schlussphase dieser Partie. Nach diesem Foul von Prödel gab es nochmal Freistoß. Natürlich erneut Alex de Sousa. Alex de Sousa, Selçuk Şahin und dann nochmal Niang. Riesendusel für Sebastian Mielitz, der den Ball da aber noch an den Pfosten gelenkt hatte. Alex de Sousa, er ist ein absoluter Volksheld unter den Fener-Fans. Vergangene Saison 28 Tore in 32 Spielen, dazu auch noch 17 Vorlagen. Er der absolute Superstar, aber hier nochmal Sebastian Mielitz lenkt den Ball an den Pfosten und dann hat er Glück, dass Niang nicht rechtzeitig herankam. Wozu diese Verehrung aber führen kann, sehen wir in folgender Situation. Erstmal die große Umarmung für den großen Star Alex de Sousa von einem Zuschauer, der aufs Feld gerannt war, weil es so schön war. Knutsche ich gleich auch nochmal Ugo Bural ab, der die Vorlage gegeben hatte. Und dann geht es zurück auf die Tribüne. Und wir tun mal so, als wäre nichts gewesen. Werder mühte sich, den Ausgleich zu erzielen. Eine Chance hatten sie noch. Die Nachspielzeit läuft. Mehmet Ekici, ein Geistesblitz muss her. Da ist er, Marko Arnautovic. Und dann nochmal Rosenberg, aber Endstation Volkan Demirel. Das war die letzte Aktion in dieser Partie. Werder Bremen verliert mit 0:1 gegen Fenerbahce Istanbul. Die Chancen zu einem besseren Ergebnis waren in jedem Fall vorhanden, nur genutzt
haben sie sie nicht. Hinzu kommen nach wie vor Abstimmungsschwierigkeiten in der Defensive. Unterm Strich war es am Ende kein Rück, aber auch kein Fortschritt. Ja, wir sind immer noch auf dem gleichen Niveau, dass wir Dinge ganz gut machen und dass wir auf der anderen Seite Dinge eben noch nicht so gut machen, dass wir noch Fehler machen. Man hat das gesehen beim Tor, da war es relativ deutlich, dass man da die Abwehr, die Defensive nicht so stark gemacht hat, wie es bedarf. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gute Möglichkeiten gesehen in der Offensive, die uns gute Chancen eben auch aufgezeigt haben, die wir aber leider nicht nutzen können. Aber solche Spiele tun uns gut. Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft gespielt. Nach vorne, denke ich, haben wir nur teilweise das umgesetzt, was der Trainer auch von uns erwartet. Ich denke, wir haben gerade im Aufbauspiel viele einfache Fehler gemacht und das müssen wir einfach abstellen. Und wir wissen, dass wir noch nicht bei 100% sind, aber da wollen wir natürlich auch schnell hin. Die nächste Gelegenheit dafür haben sie am kommenden Samstag. Dann geht es im Kraichgau gegen 1899 Hoffenheim. Dann geht es auch in der Bundesliga wieder um Punkte. Hier allein hieß es, Laufwege einzustudieren, Abstimmung anzupassen. Und somit ging an diesem Abend beinahe jeder als Gewinner vom Platz.